Hier sind sie jetzt, Wahnsinn. Die Mädels vom Immenhof, Laura Berlin, Ella Pefkin und natürlich Leia Holtwig. Ja, ganz ehrlich, ist ein super gelungener Neustart, finde ich. Irgendwie der Klassiker aus den 50ern damals, dann gab es ja nochmal in den 70ern Filme, in den 90ern gab es eine Fernsehserie. Jetzt das Reboot. Was habt ihr zum ersten Mal gedacht, als ihr eben ja, das Wort Immenhof hörtet? Also kanntet ihr die Filme oder die Serie? Seid ihr damit irgendwie auch aufgewachsen? Achso. Also ich kenne jetzt nicht alle Filme, also ich habe den ersten geguckt. Ich fand den eigentlich voll witzig und so. Also ich wollte die anderen auch noch schauen und ja, also als ich Immenhof gehört habe, habe ich halt einfach erstmal an Pferde gedacht, so, an einen Pferdefilm. Und ja, ich fand das halt eigentlich alles mega cool. Mhm. Ja. Ich kannte die Filme vom Titel her, aber ich habe sie nicht gesehen. Alle um mich herum kannten die und als es hieß so Immenhof Casting und ich habe mich vorbereitet drauf und dann waren alle um mich herum wahnsinnig euphorisch, aber ich kannte die Filme nicht. Ich habe sie dann erst im Rahmen der Vorbereitung mir angeschaut. Ja. Ja, also ich kannte schon alle vorher. Ich habe, ich gucke die jedes Jahr mindestens einmal alle drei durch mit meiner Mutter und meiner Schwester und kannte die auch so und wusste auch, warum meine Mutter so aufgeregt war, als wir die Casting-Anfrage bekommen haben. Ja. Was war so die erste Reaktion zu Hause? Also wir dachten erst, es wäre irgendwie so, nur so ein Pferdeshooting, weil ich sonst nur in Kontakt mit dem Modeln war, nicht mit den Schauspielern. Und wir so, ja, das ist aber irgendwie komisch, also irgendwas stimmt da nicht. Dann haben wir das durchgelesen und dann haben wir gemerkt, das ist ein Casting für die Hauptrolle. Und ich bin so voll so, hä? Das kann doch jetzt nicht sein. Ich war völlig überfordert in dem Moment. Dann haben wir es aber gemacht und dann hatte ich auch relativ schnell die Rolle. Und dann, ich war so 2 Wochen lang so im Trauma, so, was passiert hier gerade? Ja. Wie sehr seid ihr denn jetzt selber auch persönlich Pferdemädchen? Also wie sehr schlägt euer Herz für die Vierbeiner? Ich war früher, so in deinem Alter, da war ich extrem Pferdemädchen und wollte unbedingt ein Pferd haben, durfte aber nicht. Hab viel Reitunterricht genommen, war hier so auf dem Reiterhof in den Ferien. Das schon. Das hat sich dann ein bisschen gelegt mit den Jahren. Und dann habe ich zwischendurch nochmal Reitunterricht gehabt. Aber ja, früher, also so in deinem Alter, da war es sehr stark. Also ich kann halt reiten, aber in Köln reite ich jetzt zum Beispiel nicht oder so. Aber mir macht es halt trotzdem total Spaß und ich mag Pferde auch total gerne. Aber ja, ich reite halt jetzt in Köln zum Beispiel nicht, aber ja. Ja, also ich reite schon sehr lange. Ich saß, glaube ich, schon auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte, weil meine Mutter eben Pferd hat, also ist so unser Familienpferd und im Sommer reite ich eigentlich so oft ich kann in der Woche aus, so fast jeden Tag. Was bedeuten dir denn dann ganz persönlich Pferde, wenn du jetzt sagst, du bist also schon auf einem Pferd gesessen, bevor du eigentlich laufen konntest? Also sie bedeuten mir viel. Ich könnte mir nicht vorstellen, kein Pferd zu haben, weil das einfach, ich bin damit aufgewachsen. Für mich, das Pferd war schon vor meiner Geburt da, für mich ist das völlig normal. Aber zum Beispiel, ich habe eine Cousine und die ist total pferdeverrückt, die ist auch hier. Und die will jedes Mal, wenn sie bei uns ist, will sie an den Stall. Und ich denke jedes Mal, oh nee, nicht schon wieder. Weil das liegt nicht unbedingt an den Pferden, aber wenn du 16 Jahre lang damit lebst, ist das für dich vollkommen normal, ein Pferd zu haben. Und das klingt blöd, aber für mich ist das gar nicht mehr so besonders, an den Stall zu gehen, weil das für mich halt Alltag ist. Und deswegen bin ich da dann nie so, yay, zum Pferd, sondern ich bin meistens eher, oh nein, nicht schon wieder. Und dann ist es schneit und es regnet und es ist kalt und dann will ich dann sowieso nicht raus. Und dann, ja. Aber ich liebe Pferde. Also sowieso, aber halt nicht so, vielleicht nicht so wie Leute, die sie nie haben. Ich habe sie halt ständig. Habt ihr für mich ein paar schöne Anekdoten vom Dreh? Weil ich kann mir gut vorstellen, gerade bei der Arbeit mit Tieren passiert ja immer irgendwas Witziges oder was Unvorgesehenes. Irgendwie. Vielleicht da so ein paar nette Anekdoten, die wir jetzt eben nicht auf der Leinwand sehen, aber die man eben so schön erzählen kann vom Dreh. Ich kann da sagen, unser kleines Pony, der Johnny, der den Krümel gespielt hat, der Moritz saß auf seinem Stuhl und dann hat Johnny sich mit dem Po zu ihm gedreht und dann hat er angefangen, mit dem Po rumzuwackeln und sich an Moritz gerieben. Das war sehr lustig. In so eine Viertelstunde lang angetanzt. Ja, also das war wirklich so. Was gab's noch? Das Mikropony, das war ja, super, das war so süß. Das war sehr süß. Ja. Die Hunde, wir hatten ja, auch ein halbes Dutzend Hunde, die waren auch super. Die waren auch die ganze Zeit dabei. Die sind überall rumgewuselt. Ja, immer durchs Bild so gerannt. Ja. Und wir hatten auch so, wir hatten viele Szenen, wo zum Beispiel dein Pony sollte dir die Mütze vom Kopf klauen und Krümel sollte die Wasserflasche aus
der aus der Hintertasche von Moritz seine Hose klauen und sowas. Und war dann halt immer ganz lustig, weil dann hat bei ihr hat dann das Pony die Haare immer mitgefressen. Johnny konnte auch einen Haufen Tricks. Ja, das stimmt. Ja. Der konnte, was konnte der? Eben aus der Wasserflasche trinken, dann konnte ja. der... Ich muss den auch einmal so zum sein. Hinsetzen bringen zum Beispiel. Also, ja, der kann sich einfach hinsetzen. Mhm. Ja, stimmt. Er hat gelacht. Er konnte ja. lachen. Ja, das war aber witzig. Ja. Ja. Es gab okay. viele Sachen. Und noch so ein paar andere witzige Anekdoten, also vielleicht, wo irgendwas auch mal daneben gegangen ist, was weißt du, gerade des Gefechts oder so. Weißt du noch das mit dem Brief? Ja, also es gab einmal so eine Szene. Kannst du dazu sagen? Ich bekomme in der Szene einen Brief ausgehändigt und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte ihn einfach ablegen auf diesem... Wir standen oben auf der Treppe und während wir so einen sehr ernsten Text haben, weil es geht ja wirklich um was in der Szene, hast du nur wie so ganz langsam dieser Brief einfach komplett die Szene crasht, indem er so diesen Handlauf so runter, ja, runterrutscht und dabei ist, aber runterrutscht total und dann am Ende krach macht. So ein Stück Papier auf Stein, das macht ja, total das krach. Und alle waren so, hä? Ja, genau in derselben Szene witzig. Bin ich auch. Es war so voll der ernste Text und es gab gerade so zwischen Victor und Charlie so Krach. Und ich komme in der Szene, ich crash da so ein bisschen rein und sag so, um was geht's gerade? Und ich wurde irgendwie, gab's drinnen im Haus, ist da gerade jemand rumgelaufen und ich war voll verwirrt und dann meinten wir schnell aus dem Bild und dann war aber mein Einsatz und ich wurde von hinten, wurde ich so leicht angeschubst, dass ich jetzt rausgehen soll. Und die hat ein bisschen übertrieben und mich voll gegen die Tür geschubst und ich bin voll aus der Tür rausgefallen. Und ich konnte einfach nicht mehr voll lachen. Ich musste so lachen. Das ist echt eine coole Geschichte. Ich hoffe, die ist vielleicht irgendwie bei den Outtakes oder Loopers mit dabei. Ich hoffe auch. Aber ich glaube, die Kameraeinstellung war leider nicht auf mir. Die war, glaube ich, auf Max. Ist nur so ins Bild reingefallen. Geht's denn weiter? Also wisst ihr irgendwie, ob da schon mehrere Filme geplant sind? Also Erfolg vorausgesetzt? Wir hoffen es natürlich ganz stark. Es gibt ja auch schon Ideen und Konzept für den zweiten Teil. Ja. Weil die Zuschauerzahlen müssen stimmen. Ja. Deswegen alle ins Kino gehen. Ja. Gibt's den zweiten Teil. Ja. Wenn ihr jetzt, oder du bist jetzt ja zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Ich meine, was war das für dich für ein Gefühl? Also wenn du sozusagen, jetzt kommst aus der Modelbranche, bist jetzt ja nicht kamerascheu, aber du musst jetzt ja auch sprechen, du musst jetzt agieren, du musst jetzt sozusagen spielen. Wie war das für dich, diese Umstellung halt eben, weil du noch sehr jung bist? Ich habe es mir tatsächlich sogar noch schwieriger vorgestellt. Ich dachte, ich schäme mich vielleicht mehr, aber tatsächlich durch diese professionelle Stimmung am Set war das gar nicht so. Also ich habe mich eigentlich direkt wohlgefühlt und jeder wusste auch, dass ich nicht erfahren bin und dann wurden mir auch Tipps gegeben. Und ich habe davor auch ich war zweimal in Berlin bei so einem, kein Lehrgang, da ich hatte so einen Coach und der hat mir halt Dinge erklärt, wie man sich gut ausdrückt. Wie man sich am Set verhält und so Sachen. Und dadurch war ich eigentlich relativ sicher. Und dann habe ich auch Steckbriefe über meinen Charakter angelegt. Was könnte sie mögen, was könnte sie nicht mögen? Was mag sie an Menschen? Welche Charakterzüge hat sie? Einfach um meine Rolle besser kennenzulernen. Aber so richtig darauf vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht, weil ich auch kaum Zeit hatte. Ich wurde, ich glaube, 2 Monate höchstens vor Kinostart hatte ich die Rolle. Und dann Anprobe und dann Kameraprobe. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ging schon los mit dem Dreh und ich war gerade mit meinem Realschulabschluss beschäftigt. Also es war schon stressig, aber dadurch hatte ich eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Ich habe einfach gemacht. Du meinst 2 Monate vor Drehstart? Oder du hast gerade Kinostart gesagt? Nein. Vor Drehstart. Vor Drehstart, genau. Vor Kinostart. Wenn du jetzt modelst, wie ist das dann so für dich? Weil du jetzt auch noch irgendwie sehr jung bist, irgendwie ja. Nimmt man da Rücksicht drauf? Oder ist das auch so ein ganz durchgestylter Modeltag, wie man ihn so kennt? Irgendwie zack, zack, hier, nee. Da lang? Also ich habe eine tolle Agentur, die auch fand, ich darf eigentlich erst mit 16 Jahren anfangen zu arbeiten. Dadurch hatte ich sowieso keine richtigen Jobs, sondern ich hatte so Test-Shootings, um meine Mappe zu füllen, um zu sehen, welche Looks stehen mir, wie mache ich mich vor der Kamera. Und dann hatte ich auch eine Agentur, die alles sehr langsam hat angehen lassen, die auch gesagt hat, kein Bikini, keine Unterwäsche, dafür bist du zu jung. Die auch gesagt hat, okay, wir machen nur in den Ferien Test-Shootings oder höchstens mal am Wochenende, damit du dich sonst voll auf die Schule konzentrieren kannst. Also ich wurde da sehr geschont, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, das kann schon so eine böse Überraschung geben, wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird. Ist es denn noch einer deiner Berufswünsche, also vielleicht Schauspielerin zu werden oder Model zu werden? Es ist also so Model, ja, also generell, es sind coole Jobs beide.
wenn es nichts wird, dann könnte ich mir genauso gut auch was hinter der Kamera zum Beispiel vorstellen oder generell kreative Jobs. So, ich unterstütze eigentlich so diese Idealbilder von Körpern oder von Mode oder wie man aussehen sollte, nicht so sehr, weil ich finde, dass das so voll die falschen Ideale sind, die man den Jugendlichen heutzutage vermittelt. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein schöner Job. Und wenn man die Möglichkeit hat, so viel zu reisen und so viele Menschen kennenzulernen, dann sollte man ihn im besten Fall nutzen, weil man kann immer noch Nein sagen zu allem. Mhm. Ella, du bist die Jüngste hier, aber ich glaube, in dir steckt auch so ein kleiner Profi. Wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Berufswunsch? Wer Schauspieler war, fast wo du sagen würdest, okay, kannst du dir vorstellen, doch lieber irgendwas was anderes? Also ich hätte schon echt Lust, Schauspielerin zu werden. Also hätte ich auch mega Lust einfach drauf. Aber keine Ahnung, ich spiele halt auch Hockey. Ich hätte vielleicht auch Lust, Hockeyspielerin zu werden oder so. Fände ich auch cool. Aber ich glaube, es tendiert dann mehr zur Schauspielerin. Ja. Sehr gut ausgedrückt. Ich tendiere dann mehr zur Schauspielerin. Ganz der Profi. Laura, was ist super, wenn du groß bist? Wenn ich mal groß bin. ich wollte lange Medizin studieren. Ehrlich? Lange, weil meine Mutter auch im medizinischen Bereich tätig ist. Und da wurde ich sehr inspiriert und deswegen dachte ich so, ja, ich will auch Arzt vielleicht werden. Vielleicht bist du ja irgendwann Ärztin. Habe ich schon mal, ein paar Mal sogar schon. Und dann habe ich mal ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und bewundere die Arbeit nach wie vor und habe da ein wahnsinnig großes Interesse für dieses Berufsfeld, aber habe gemerkt, das ist nicht deins. Mach mal lieber was anderes, lern mal stricken oder so. Geht mir genau. Und jetzt bin ich hier gelandet.